Liebe Nutzerinnen und Nutzer, das Jahr 2009 hat begonnen. Viele sprechen von einem Superwahljahr. Das weiß ich gar nicht. Ob die Wahlen super werden, das wissen wir erst, wenn wir die Ergebnisse kennen. Aber auf jeden Fall werden viele Wahlen stattfinden und insofern ist Politik herausgefordert. Aber dieses Jahr beginnt sehr schwierig, international und national. Wir erleben gerade einen furchtbaren Krieg im Gazastreifen. Israel ist mit Bodentruppen reingezogen nach Bombardierungen. Die Hamas-Führung hat selbstverständlich auch ihre Fehler begangen. Es gibt die verschiedensten Ursachen, aber der Einmarsch ist völlig unverhältnismäßig und damit auch völkerrechtswidrig. Es gibt tote Frauen, tote Kinder. Das alles muss man sich in Bildern ansehen und ist furchtbar. 1947 hat die UNO beschlossen, dass im Nahen Osten zwei Staaten gebildet werden. Der Staat Palästina und der Staat Israel. Wir haben einen Staat Israel, aber wissen noch nicht, in welchen Grenzen. Und wir haben nach wie vor keinen Staat Palästina. Dieser Beschluss von 1947, den muss die UNO jetzt endlich zur Realität werden lassen. Wir brauchen einen international garantierten Gewaltverzicht und dann den Aufbau von beiden Staaten. Wir brauchen einen Marshallplan für Palästina, damit sie etwas aufbauen können, damit sich Frieden lohnt. Ich möchte, dass dieser Konflikt überwunden, beseitigt wird, dass er Geschichte wird. Das wäre ein tolles Ereignis, wenn dies im Jahre 2009 gelänge. National ist die Situation so schwierig, weil die Finanzkrise abgelöst wird durch eine Wirtschaftsrezession. Die kann verbunden werden mit hoher Arbeitslosigkeit, mit noch mehr prekärer Beschäftigung, mit einer größeren Verarmung. Das muss aber nicht so sein. Die Bundesregierung kann durch ein Konjunkturprogramm dagegen wirken. Aber sie kommt bisher nicht zu Potte. Ich will hoffen, dass sie doch noch eine Entscheidung trifft, und zwar eine sinnvolle Entscheidung. Worum ginge es in einem Konjunkturprogramm? Wir müssen Geld investieren, sage ich mal, im Umfang von etwa 50 Milliarden Euro im Jahr 2009. Und zwar in zwei Seiten. Einmal in Investitionen. Wir brauchen Investitionen in Bildung. Und zwar nicht ein Kleckerbetrag, sondern 15 Milliarden, damit wir wieder vorankommen auf dem Bildungssektor. Wir brauchen Investitionen für Krankenhäuser, also im Gesundheitswesen. Wir brauchen Investitionen in eine Energiewende und auch in Verkehrsverbindungen bei der Bahn. Und auf der anderen Seite brauchen wir einen Anstieg der Kaufkraft, damit die Binnenwirtschaft wieder leben kann und damit wir sozial gerechter werden. Deshalb muss wenigstens im ersten Schritt bei Hartz IV der Sockelbetrag auf 435 Euro erhöht werden. Die Renten, die gesetzlichen Renten, sollten in diesem Jahr um 4% erhöht werden. Und wir müssen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland einführen, und zwar in der Höhe, wie er in Frankreich gilt, von 8,71 Euro. Das wären sinnvolle Schritte, um die sozialen Folgen der Wirtschaftsrezession zu verhindern. Aber ich glaube, die Regierung wird nur einen kleinen Teil beschließen und im Übrigen dafür sorgen, dass diejenigen etwas bekommen, die schon mehr haben, und diejenigen, die fast nichts haben, wiederum nichts bekommen. Ich nenne ein Beispiel, das das ganz deutlich belegt. Das Kindergeld wurde um lächerliche 10 Euro erhöht per 1. Januar. Aber eine Hartz-IV-Empfängerin mit drei Kindern bekommt nicht einen halben Euro mehr für ihre drei Kinder. Das ist grob ungerecht, aber so entscheidet es unsere Regierung.